Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Andy OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir wieder ein paar Siedlungen für uns beansprucht. Yay. Wir müssen immer noch 5 von denen einsammeln und darauf habe ich keine Lust. Und ja, wir haben die Feuerprobe gemacht, welche nicht so, weiß ich nicht, spektakulär war, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber wir müssen jetzt mit Schenk reden und, glaube ich, die Story hier ein bisschen fortsetzen. Was hoffentlich ein bisschen interessanter wird und ja, gucken, wie es ja weitergeht. Was? Was für ein Ding? Was? Okay, eine Sekunde, einmal absahen, was war das? Einmal absahen. Ich habe mich gebeten, wieder der Ehre zu treffen und ihnen dabei zu helfen. Ja, okay, was ist hier los? Was macht ihr Idioten hier? Seid ihr nicht ganz dicht? Kollege, was ist hier los? Haben sich echt ein paar Dinger hier gegen uns aufgelehnt? Ganz ruhig, der Overboss ist hier. Warte, ja, ihr kennt mich wahrscheinlich nicht mit meinen Klamotten. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Das kann noch ein bisschen dauern. Ganz ruhig, der Oberboss ist hier. Ach ja, gib mir noch eine Sekunde, ich muss meine Sachen alle finden. Habe ich jetzt alles an? Ich glaube ja. So. Der Oberboss ist hier, was zum Teufel geht hier ab? Man stimmt mit euch nicht. Schenk? Gott verdammt. Schlechte Neuigkeiten, Boss. Die Was? Jünger haben sich gegen uns gewandt. Nach Leck allem, mich. was wir für sie getan haben, wenn sie sich gegen uns... Undankbare Pisser. Von Nisha habe ich mehr erwartet. Boah, mach doch mal was. Ihr Idioten, was macht ihr hier? Wollte ich nicht, dass die Unternehmer hier sind? Eigentlich mir vollkommen egal. Ich kann mit dem blöden Idioten nicht sprechen, weil ihr ja alle randaliert. Lass mit dir reden. Boah. Oh. Ich kann mit dem nicht sprechen, weil er Idiot hier. Au. Boah. Wie sollte das dein? Hey, Schenk. Gott verdammt. Boah. Schlechte Neuigkeiten, Boss. Die Jünger haben sich... Nach allem, was wir für sie getan haben, wenden sie sich gegen uns. Undankbare Pisser. Von Nisha. Denen hat wohl deine Verteilung nicht gefallen. Nisha und ihre Crew haben das Kraftwerk von Nuka World gestürmt. Die anderen Bosse, tja, die warten auf dich, bevor sie reingehen. Du solltest hingehen und diese Überläufer kalt machen, bevor sie was Dummes anstellen. Also was richtig Dummes. Na gut, haben sich die Jünger hier gegen uns gewendet, ist mir egal. Wen konnte ich am wenigsten leiden? Hallo? Oh, ich muss da hinlatschen, ehrlich. Aha. Geil. Ich finde aber so, die Jünger, das sind ja so die Maskenträger und so, glaube ich, ne? Die fallen irgendwie so mehr so in das, weil nicht. Antagonisten, Porträt. Unternehmer, okay, die Unternehmer hätte ich vielleicht jetzt hier weniger nehmen sollen, aber was soll's. Ist auch vollkommen egal, am liebsten würde ich alle abschlachten. Sind alles Raider. Kann man halt nichts machen. Gut. Kann halt hier nicht alles friedlich ablaufen. Fruity, kann jetzt wagen. Wir sind jetzt alle wieder schon hier neu gespawnt. Ach ja, ich habe mal ein Level up. Ah. Ja, das mal hat das gar nicht, wenn ich aufleveln soll. Na, ja, gucken wir mal. No.
Was haben wir denn hier noch, was ich nehmen kann? Dann habe ich schon angefangen, ne? 100% mehr Ausrüstung tragen. Irgendwann wird der Fall wahrscheinlich eintreffen. Was wir schon 16? Nee. Wir können dein Ziel zu Boden werfen. Ja, wie wär's das hier? Mal schauen, wenn Nerd war aktiv ist, tut es zwar ein Gegner, wenn du würden bist. Ja. Nur das so lange. Wahrscheinlich werde ich noch hier bis Level 200 hoch leveln. Ja. Dann gucken wir mal. Oh, die Idioten haben sich gegen uns gestellt. Natürlich. Kann man bestimmt noch friedlich irgendwie überzeugen, jetzt aufhören soll mit dem Scheiß, ne? Boah. Puff, puff. Ah, was zum? Warum müssen jetzt hier schon wieder so viele kommen? Warum tut denn das schon wieder so viel aushalten, das Viech? Was ist da hinten? Ist der Kopf da? Wurf! 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 Du lebst natürlich noch, ist klar. Mein Gott, was macht der da? Und schon weg. Jetzt haust du wahrscheinlich ab, ne? Alter! Halt still! Meinte Dingens, Gage. Das ist ein Ort, den wir noch nicht kennen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, storymäßig, ne? Ach man, was machen die denn hier? Ich tue alles hier friedlich lösen und so. Dann kommen die und wenden sich gegen mich, ey. Undankbare Kerle, ja. Da Tussen, Alter, seine Frau. Für Geräusche, haltet mal die Klappe. Aber hier kann man nicht alles friedlich lösen. Scheint, als hätte Nisha sich darin festgesetzt. Ich wusste, dieser Verrückte wendet sich irgendwann gegen uns. Ran er. Stürmen wir da jetzt rein oder was? Ich glaube, das werden wir jetzt rausfinden. Der Boss ist da. Während du weg warst, hat Nisha ihre Leute zusammengetrommelt und das Kraftwerk übernommen. Wenn die Schlampe glaubt, sie kommt damit durch, hat sie sich geschnitten. Die werde ich selbst unter die Erde bringen. Will die mich verarschen? Nach allem, was. Guck mal, wie viel Kohlen die sich hat. Wie konntet ihr das zulassen? Tut mir leid. Seit wann bin ich für die anderen Banden zuständig? Ich dachte, das wäre dein Job. Boah, ey. Mir niemand irgendwie was auf der Reihe kriegt ohne mich, ne? Verdammt. Manchmal ist das hier schlimmer, als auf einen Haufen Kinder aufzupassen. Irgendwie genau. Wer an deiner Seite steht, seitdem du unsere Gebiete abstellst. Boah, ich habe irgendwie halt verlangen, die alle kaputt zu hauen. Während du unterwegs warst, haben wir aus dem Commonwealth gehört, dass du die Unternehmer und das Rudel bevorzugst. Was uns natürlich gefallen hat. Aber... Riesenüberraschung. Nisha war nicht so begeistert, das zu hören. Ja, sie ist mit ihrer Bande ins Kraftwerk eingedrungen. Ich hab bei jeden eingegeben, willst du mich verarschen? Damit darf sie nicht durchkommen, Boss. Und wir alle wollen dabei sein. Ich habe schon Männer verloren, als ich sie aufhalten wollte. Ich gebe keine Ruhe, bevor ich nicht meine Hände um ihren dünnen kleinen Hals lege und die Augen aus ihrer dummen kleinen Maske treten. Haltet die Klappe, alle beide. Pass auf. Hey, Boss. Das ist dein Ding. Wir folgen dir überall hin, aber du musst uns versprechen, dass Nisha für ihre Aktion bestraft wird. Ich würde die Jünger nur ungern verlieren. Gibt's keinen anderen Weg? Die sind schon verloren, Boss. Nisha hat ein paar unserer Leute getötet. Dafür muss sie bezahlen. Poor Gage. Ich habe das hier nicht alles aufgebaut, damit sie es kaputt machen kann. Amen. Fangen wir an. Oh.
Sind wir nur zu dritt oder zu viel? Willst du mich verarschen? Sollen wir ja das schaffen? We are going to die. Weise Worte von, wie ist der Typ nochmal? Mason, Max und William. Ah, okay. Sonst statt uns hier so irgendwie rumzuschleichen, können wir ja den Haupteingang nehmen, ne? Warum nicht? Und das ist das Ding, was ich gerade gesehen habe auf der Karte. Gut. Na gut. Der Maskenträger, ich fand euch eigentlich cool. Hi. Alter. Kann ich die Maske irgendwie so nehmen? Kaputt sind. Legendärer Jünger. Wer schießt mich hier noch ab? Ey, wie die einfach gar keinen Schaden bekommen von den Dingern. Machen wir. Weg doch mal. Mein Gott. Kollegen, bleib ruhig, Mann. Irgendeine bessere Waffe. Voll die riesige Schlacht hier. Hi, was geht, na? Ich glaube, ich wollte eigentlich die Jünger und das Rudel ja meine Seite haben, aber was soll's. Ist ja immer noch am Leben, ey. Wo ist er? Boah, was? Sieht ja gar nichts ab, Mann. Leck mich. Warum sieht das so wenig ab? Okay, die habe ich auch noch. So, aufladen, diesmal dran denken. Komm. Guck, guck. Boah, ich habe aufgeladen, Mann. Yeah. Natürlich, wenn alle wieder weg sind, ey. Boah. Keine Ahnung, aber die Jünger, weiß nicht, die kommen irgendwie so vor wie Bösewichte. Allein schon vom Design, ja. Ich weiß nicht, Bray, ist auch egal. Hi, ich bin da. Mein Ding schon immer hier. Eine Idee. Ich hoffe wirklich, ich treffe jemanden da oben. Die tun so blöde Fliegen, ne? Bah. Kannst du nicht irgendwie an einen Ort irgendwie so hinschießen, das ist blöde. Ich komme immer direkt runtergeflogen wieder. Ah. Gut.
Ah, da meine ich ja noch. Wie viele Dinge habe ich davon? Ich glaube, wie viele Gegner sind hier? Hi. Mark, dreht euch doch nicht zu mir rum. Ich verarsche mir, wie könnt ihr denn hier eine Basis errichten? Wenn hier überall Ghoule sind. Ich ja jemand mit einer Spielzeugpistole schießen. Also, Ursula. Max Black. Hi. Waschen. Dieser grüne Dunst, ne? Nein, na. Ja, hast du nicht drauf? Give me your best shot. Ja, so. Ich hoffe, es war das. Wie so ein Berserker, der hier durchläuft. Seiten ja da. Gott, jetzt war mich zu verraten. Ich habe euch alles gegeben, so gut wie ich kann. Hi. Mal da runter. Was da runterfallen, verdammt. Sehr gut. No. Au, oh, was zum? Lam, lam, lam. Wo ist er? Hier bin ich. Au. Oh. Alter, macht der Schaden. Ja, ich habe nur diese Westernknappe, genau. Da will ich mich ja schon wieder fertig machen. Ich werde auf deine Leiche pissen. Bitte was? Wo ist meine Westernpistole? Das war vormittags, genau, so habe ich die genannt. Hat schon gezeigt. Ich konnte ihn natürlich nicht aufballern bisher, weil mir immer irgendwelche Sachen gefehlt haben. Aber ich habe sie so genannt. Irgendwo ist immer irgendwo 12 Uhr mittags. Wo muss ich jetzt hin? Oben muss ich irgendwo sagen, warum ich an den Weg hier hochgegangen bin. Was zum Teufel? Viele Dinger sind da jetzt in da waren voll viele Gegner erschienen. Was zum Teufel? Ein Gegner schießt da hin. Ja, dann so Gegner. Wo schießt der denn hin? Hier ist doch niemand. Du, nee, wart. Wie komme ich da? Da, boah. Oder? Hm, du musst dich heilen, ne? Mir gibt's keinen Heilen. Ja, machen wir mal auf. Mich Gage wieder liebt. Das wär's. Hi. Soll man hier irgendwo speichern? Na, verreck ich wieder. Ich mach wieder unmenschlich viel Schaden aus irgendeinem Grund.
Ja, letzter Schuss, genau. Ist aber ganz schön stark, wenn ich jetzt noch aufballern würde, ne? Au, was zum Teufel? So habe ich gerade gespeichert. Hey, was war das denn? Drei Granatenexplosionen auf einmal. Es hat mich Granaten irgendwie verprügelt, so habe ich mich angefühlt. Boah. Was war das? So. Was zum Teufel? Noch mal. Ja, stell dich genau davor. Er macht das schon, ne? Zum Teufel. Was sind das für Explosionen die ganze Zeit? Nein, das wäre geil gewesen. Alter, warum macht ihr so viel Schaden, ey? Oh, oh, hallo. Wer ist denn da neu im Hintergrund? Ist leider nicht mehr gebraucht. Wichser. So, ich möchte mal so eine pinke Waffe haben. Magisches Gewehr einfach. Was? Wie viel? Warum habt ihr pinke Waffen? Jemand kämpft ja schon wieder, ey. Soll ich nicht einen Moment aus den Augen lassen? Okay. Gibt doch schon alles. Ja, das war heftig. So, wo seid ihr? Nein. Nichts mit Eng. Remains. Ah, verdammt. Komm schon. Was sind Weibel? Cool. Männlichkeit, okay. Manhood. Männer mit Kapuzen. Hat er mal gewonnen? Starkern. Power Armor, was? Okay. Boah, wo ist denn hier noch einer? Und so die letzte Person hier töten erstmal. Es ist auch kein Kampf mehr. Mark 3, gar nicht schlecht. Kann kein Nuka-Cola-Ding machen. So. Wir werden nicht wissen, was ihnen geschieht, wenn auf einmal ein pinker Riese vor ihnen steht.
It's beautiful. Boff. Ho, ho, ho. Na, wartet. Der pinke Riese ist jetzt auf Spur. Ich verarschen, siehst du nicht, wie ich hier rumlaufe? Ich bin verdammt noch mal pink. Mein Gott. Wo muss ich jetzt hin? Wesen ist doch eine Lampe da, ne? Ist ja richtig. Kann ich nicht springen. Buff. Die nur Coca-Cola Quantum einfach untergeschmissen. Ja, wo muss ich hin? Ey, weil das ist natürlich schon wieder so ein Labyrinth. Da, meine Güte. Urlaub. Dun, 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 dun. Fußsekundenkerne. Hey. Wird mir gerade so auf. So. Wo lang? Aber hier bin ich richtig. Ja, okay. Sind die anderen schon mehr? Die sind schon längst vorgegangen, ne? Ist der Guy in a pink suit? Wie schön. Gute Arbeit, Boss. Wow. Klingt da richtig begeistert. Wow, geil, du hast ein Schloss geöffnet. Mann, bist du awesome. Hey, aufgepasst, Gage. Hast du was für mich, Boss? Oh, red doch mal mit mir, ey. Oh? Ja, wir sind da drin. So, wer ist denn hier noch? Was zum Teufel? Ich habe eine Drehung gemacht. Boah. Geil. Ah. Meine Güte. Nachtaktiver Flammenwerfer. Du hast voll leck mich an. So, was hat? Gut, ich würde sagen, Spendenparty. 29 Minuten, ja. Luca Power Rezept. Luca Power. Go, go, Luca Power. Super Giga Mega Nesbit. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.